In diesem Video seht ihr das Review zum neuen iPad der dritten Generation. Designtechnisch hat sich gegenüber zum iPad 2 wenig verändert. Beim genaueren Hinschauen bemerkt man dann, dass die Kameralinse etwas größer geworden ist und dass das neue iPad um 1 mm dicker geworden ist. Beim Einschalten des Gerätes erkennt man dann auch schon das erste Feature, und zwar den neuen Retina-Display, der eine Auflösung von 2048x1536 hat. Ein weiteres Feature ist die neue 5-Megapixel EyeSight-Kamera, die wirklich sehr hochauflösende Fotos und Videos aufnimmt. Außerdem besitzt das iPad den neuen A5X-Chip, welcher Grafiken und Spiele viel flüssiger darstellt. Die beliebte Funktion Siri, die wir alle vom iPhone 4S kennen, wurde leider nicht aufs neue iPad portiert. Dafür gibt es wenigstens die Funktion Siri Dictation, mit der ihr Texte ganz einfach diktieren könnt. Das war's auch schon wieder zu diesem Video. Schreibt doch auch mal eure Meinung zum neuen iPad in die Kommentare. Ansonsten war's das auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag tschüss und bis zum nächsten Mal.